So, hallo Leute, willkommen zurück beim Let's Play von Poke646. Wir haben gerade gesehen, wie der Dicke da hinten von einem Airstrike zerbombt wurde und bekommen sie ja gleich. Naja. Ich wollte gerade sagen, wir bekommen sie ja gleich eine Message. Komm her, du. Nein, nein. Jetzt bleib doch mal stehen. Ah, daneben. Mach jetzt Sperrfeuer hier. Na, endlich. Ha, und kein einziges Mal getroffen. Ah, jetzt brauche ich ein bisschen Mund. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Nein. Ja, wie groß sind denn wir eigentlich? Beziehungsweise wie klein? Wir sind ja auf Augenhöhe mit den Lichtern. Also entweder ist das Auto so riesig oder wir sind so Kinder. So groß wie ein Kind. Groß wie ein Kind und laufen mit einer Schrotflinte rum. Das passt ja. So. Also hier haben wir noch. Oh, schön. Schrotmunition. So, hier schneide ich wieder zusammen. Ihr könnt ja im Video dann wieder lesen. Braucht ihr nur anhalten. So, also gehen wir einfach weiter. Ja, wenn wir gleich schon mal hier sind. Und Mülltonne. Ah. Na, erkennt ihr es? Wer erkennt's? Aha. Ach, ich falle heute immer über meine eigene Zunge. Furchtbar. So. Bam! Und tot. Housekeeper! Ja! Du bist der Housekeeper! So ein hässlicher. Haben wir wieder eine Nachricht? Oh! Ha 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 ha! Hey Steve. Ja, ist gut. Komm. Die Leute können eh selber lesen. Können wir hier irgendwas machen? Oder hier irgendwie sonst noch was? Nee. Nein! Ich wollte es doch nicht nochmal lesen. Ah, raus, raus. Ja, könnt ihr es nochmal lesen? Wenn ihr wollt. Wer beim ersten Mal nicht fertig geworden ist. Okay. Ah. So, also wir befinden uns hier in der Bibliothek. Wir müssen jetzt, so viel ich jetzt herausgefunden habe, einen Schlüssel finden. Ah, sieht das nicht herrlich aus? Diese spiegelnden Oberflächen. Ah, ich finde das so herrlich. Der Raum frisst zwar doppelt so viel FPS. Ich meine, auf den alten Systemen war das natürlich noch. Oh, doppelt so viel FPS, Hilfe. Ich meine, ich bewundere gerade diese
Architektur von den Jungs, die das hier gemacht haben. Also ist wirklich schön geworden. Also wirklich sehr schön. Ich habe selber eine Zeit lang mit dem Valve Hammer Editor und dem Worldcraft gearbeitet. Weiß daher auch, wie man solche spiegelnden Oberflächen macht. Man macht eigentlich nur den Raum, baut man zweimal nach, einmal hier, einmal da unten und macht eine halb durchsichtige Oberfläche. Deswegen haben wir auch kein Spiegelbild von uns. Eigentlich ist das nur ein durchsichtiger Raum da unten. Oder ein Raum, wo wir eigentlich durch die Decke sehen können und unten steht alles auf dem Kopf. Nicht mehr und nicht weniger. Ah, sehr schön gemacht. Muss man den Jungs lassen. So, rüsten wir uns mal wieder aus mit unserer kleinen... Kuckuck. Kuckuck. Okay. Geologie, Musik. Ah ja, da hat wieder einer... ein bisschen Mamm für unser kleines... Tierchen. So, schauen wir mal hier rein. Ja, gerade du. Also wir müssen hier drinnen einen Schlüssel finden, soweit ich das jetzt richtig kapiert habe. Na, hast du noch eine Dose? Nein, keine Dose. Oh, hier sind ja noch mehr von denen. Ja, nix, wui. Tja, haben wir dich erwischt. Tja, ich glaube, so könnte man den Angriffen dieser kleinen hundeähnlichen Wesen, möchte ich fast sagen. Mal schauen, was da drauf steht. Yum Yum Candy! Ah, das sind sicher so. Ihr kennt doch sicher diese Center Shock. Deswegen bläht es denn auch so auf. Hahaha. Okay, hier kommen wir wieder raus. Hier haben wir also nichts. Gehen wir in die andere Richtung. Opa. Okay, aber irgendwo muss hier ein Schlüssel sein. Hinter irgendeiner Pflanze, wenn ich richtig gelesen habe, muss hier ein Schlüssel sein. Ah, schauen wir nochmal rein. Haben wir hier eine Pflanze? Pflanze? Eine Blumentopfpflanze? Irgendwas? Nein. Ja, haben wir auch nichts. Aber da geht noch ein Weg rauf. Haben wir hier noch was? Nicht, dass wir was übersehen. Ach so, aber wir könnten, bevor wir hier ein Dings verschwenden... Mach mal den mit unserer Viecherlgun. Ja, herrlich.
So, dann geben wir da noch mal rein. Holen uns da unsere Njam. Unsere Njam, Njam, Njam. Und schauen da noch mal, weil da ist ja noch eine Treppe. Schauen wir hier noch mal rauf. Maintenance. Ah. Ein paar Pfeile, ein bisschen Energie. Normale Munition. Ist hier ein Schlüssel? Nein. Ach. Okay, hier vermutlich hat... Oh ja! Okay. Wir laden nochmal. So, okay, da unten ist der eine Raum. Ja. Eieiei. Au. Wollte ich jetzt nicht. Na, dann nochmal rauf. Auf und runter, immer runter. Auf und nieder, immer wieder. Vermuten nämlich, man muss da unten auf dieses Up. Ach so, jetzt könnte ich eigentlich einmal probieren, auf dieses Bild da. Oh Mann, nein, man kommt hier nicht herauf. Okay, also muss man so hier weiter. Also, wir sind wieder. Ja, wo ist denn dieser? Ach, ich habe keine Ahnung. Und ich höre noch mehr von diesen Kreaturen. Platz, Bello. Kunst! Ja, gehen wir da mal rein. Wird doch keine Kunst sein hier. Ja, genau. Mach die Tür zu. Wir klecken ein paar Bücher und schon sind wir glücklich. So, hier latschen wir einfach mal auf den Tisch so ein bisschen rum. Oh! Und weil wir gerade so fröhlich hier rumeiern. Holen wir uns auch hier gleich noch die Munition und die Energie. Und das war keine Kunst, obwohl wir hier in Kunst sind. Aber weiter geht's. Oh, und seht ihr, was ich sehe? Den Schalüssel. You picked up a key.